Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute über Chinas Außenpolitik zu diskutieren. Eigentlich müssten Ihnen doch bei der Annexion der Krim die Haare zu Berge gestanden haben. Und warum hat China nicht viel lauter vernehmlich diese Annexion verurteilt? Allen sind beteiligt an dem Ergebnis, von allen Seiten erforderlich, Besonnenheit zu zeigen, miteinander zu sprechen, einen Interessenausgleich zu finden. Wie würden Sie heute überhaupt das Verhältnis China-Russland beschreiben? Wir haben sehr enge, vertrauensvolle Beziehungen, eine strategische Partnerschaft mit Russland. Beide Seiten treten politisch dafür ein, dass die Welt nicht von einer Supermacht dominiert wird, für eine Multipolarisierung der Welt. Ich sehe das Verhältnis Russland-China ein bisschen anders. Ich glaube, dass China in einer sehr ungemütlichen Situation ist durch die Krise in der Ukraine. Denn die Annexion, das heißt sozusagen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates, etwas, das aus chinesischer Grundüberzeugung völlig unakzeptabel ist. Mhm. China hat ein gespaltenes Verhältnis zu seinem Nachbarn. Russland ist wichtig für China als Energie- und Rohstofflieferant, aber nicht wichtig als geopolitischer Allianzpartner. Das internationale System, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, das ist ja sehr stark vom Westen geprägt. Will China Teil dieses Systems werden? Oder will China dieses System eigentlich überwinden und durch ein System ersetzen, das nicht mehr vom Westen beherrscht wird, das also vielleicht Richtung G20 geht? Es gibt keine Frage, auch für mich nicht, dass wir uns auf ein derartiges System hinbewegen. Aber wir haben noch kein multipolares System. China ist das erste Schwellenland, das von seiner Wirtschaftskraft her und aus der Wirtschaftskraft heraus geopolitisch eine Rolle spielt. Wie wird sich denn China beim Bau einer neuen internationalen Ordnung verhalten? Ich glaube, sie müssen aufbauen auf dem, was wir haben, aber sie werden das Recht einfordern, bei der Weiterentwicklung des Systems mitzureden und mitzuverhandeln. Wir sind bereit, mit der Entwicklung und der Wirtschaftskraft auch mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. Aber wir können nur die Verantwortung übernehmen, die unsere Kraft entspricht. Alle Beteiligten, alle Staaten in Asien wollen Anteil haben am chinesischen Wachstum. Alle wollen auch wirtschaftlich enger zusammenrücken und zusammenarbeiten. Das manchmal zu Reibungen könnte, ist vielleicht auch eine logische Entwicklung. China ist zum ersten Mal seit 170 Jahren die größte wirtschafts- oder politische Macht der Region geworden. Und mit dieser Situation fertig zu werden, braucht unser Nachbar noch Zeit. Also dasselbe kann man natürlich auch etwas anders sehen. Ich habe vorhin von dem Dilemma, in dem China steckt, gegenüber Russland gesprochen. Ich glaube, China steckt auch in einem Dilemma seinen Nachbarn in Asien gegenüber. Das Dilemma besteht darin, dass man aus einer Position relativer Stärke, die China jetzt hat, glaubt, seine vermeintlichen Interessen wahren zu können. Die Gefahr ist die Perzeption, die aus dem chinesischen Verhalten nicht nur in der Region, sondern auch global entstehen. Nämlich die Perzeption, dass hier the new kid on the block auf einmal die Muskeln spielen lässt und den anderen zeigt, dass sie nach seiner Pfeife tanzen müssen. Sehen Sie eine akute Kriegsgefahr? Ich meine, Sie haben eine Luftverteidigungszone erklärt über den Diaoyu Islands oder Senkaku Islands. Wir haben nur das gemacht, was die Amerikaner vor 40 Jahren gemacht haben. Mhm. Und das ist unser legitimes Recht, eine Erkennungszone zu errichten, um mögliche Zwischenfälle zu vermeiden. Kein Staat, wenn es auch so stark erscheint, ist in der Lage, globale wie regionale Konflikte zu lösen. Nur gemeinsam können wir die Probleme bewältigen.